Und dann würde ich gleich übergeben an Johannes Kröger für prozedurale Kunst mit QGIS. Ja, moin. Das Q in QGIS steht für Kunst und das H in Hannes steht für, ich hätte 90 Minuten vorbereiten sollen. Kleine Epilepsie-Warnung, es kann ein bisschen flackern zwischendurch und es ist kein Vortrag, der ernst gemeint ist. Ich mache ein bisschen Kunst in QGIS und lasse euch dabei teilhaben, wie man sowas machen kann. In QGIS kann man sich eine Art Leinwand erstellen, indem man einen Temporär-Layer sich anlegt oder irgendeinen Layer nimmt als Polygon-Layer und den invertiert darstellt. Damit denkt QGIS dann, dass überall, jetzt muss ich gerade gucken, oh, hier oben, dass überall dieser Layer eben vorliegt. Wir können QGIS dann noch sagen, da wo du diesen Layer jetzt darstellen willst, da sollst du bitte einen Geometriegenerator nutzen, um eben was anderes zu zeichnen als das, was du eigentlich denkst. Zum Beispiel, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es hinkriege hier, Map, Extend, oh, na, okay, du wirst das du, egal, ich wechsle gleich rüber. Wir können damit QGIS sagen, du sollst was zeichnen hier, egal was als Geometrie dort vorliegt, nimm bitte diese andere Geometrie, die ich mit Programmcode hier definiert habe. Zum Beispiel können wir QGIS sagen, mach doch mal einen Punkt irgendwo in der Karte. Ich nehme den Map-Extend, ich hole mir den minimalen, maximalen X-Wert, also die Koordinatenwerte rechts und links von der Karte, die minimalen, maximalen Y-Werte oben und unten der Karte, mach daraus jeweils eine Zufallszahl und steckt zwei Zufallszahlen in die MakePoint-Funktion und ihr seht, da kommt ein roter Punkt, wenn ich die Karte bewege, ist er woanders. Jedes Mal, wenn QGIS die Karte darstellen soll, sieht es, ah, da soll ich was zeichnen. Wie soll ich es zeichnen? Mit dieser Anweisung sage ich, was er zeichnen soll. Ein Punkt ist kein Punkt. Ich mache mal mehrere Punkte draus. Ich kann hier so eine Art Schleife erzeugen. Ich kann sagen, jetzt sind 42 Punkte, die erzeugt werden sollen. Und genau wie vorher, sie liegen irgendwo im Kartenbild. Ich kann die Karte bewegen, dann wird es neu berechnet. Ich kann auch den Layer einstellen, dass er automatisch sich aktualisiert. Das heißt, jedes Mal, wenn QGIS die Karte neu zeichnet, werden neue Zufallszahlen erzeugt. Das kann ich ausschalten, indem ich dem Zufall sage, dass er einen Seed, einen initialen Wert haben soll. Das heißt, ich zinke den Würfel, ich fange bei einem bestimmten Wert an und jedes Mal, wenn ich würfel, kommt die gleiche Reihenfolge wieder raus. Das heißt, jetzt habe ich hier ein Kunstwerk erstellt. Ich habe Punkte in der Karte, die einfach ein bisschen rot sind. Statt Punkten will ich vielleicht auch Buffer haben, also kleine Polygone. Ich habe hier direkt schon mal die Distanz dieser Puffer auch mit der Größe wieder zufällig erzeugt. Also hier der Punkt wird hier erzeugt. Ich erzeuge ganz viele Punkte und den Punkt stecke ich in die Pufferfunktion rein und sage ihm, die Distanz davon soll ein Zufallswert sein zwischen 0,1 bis 1,5. Auch hier, jedes Mal kommt ein neuer Zufall raus, sieht ein bisschen komisch aus. Ich fixiere es mal wieder auf einen fixen Wert und habe jetzt hier, ja, könnte ein T-Shirt draus drucken, wenn ich Lust drauf hätte. Die Zeit rast, halbe Zeit ist schon vorbei, mehr als die halbe Zeit. Ich mache auch hier mal ein bisschen Zeit mit rein. Ich kann in QGIS mit Now den aktuellen Zeitstempel mir holen, mit Epoch, die Millisekunden sind 1970 daraus holen, also eine Ganzzahl. Mit dem Modulo, mir die letzten Stellen daraus holen. Habe jetzt eine Zahl, die langsam schnell hochzählt von 0 bis 1000 und kann die wiederum skalieren auf einen anderen Wertebereich, zum Beispiel 1 bis 2. Das heißt, pro Sekunde zählt QGIS hoch, 0, 1000. Ich sage aber, es soll rauskommen 1. Nachkomma, Nachkomma, Nachkomma bis 2. Und damit skaliere ich die Distanz meiner Puffer. Ich könnte hier hinten auch reinschreiben minus Pi und Pi. Und wer noch an die Schule denkt von früher vielleicht, kann sich schon denken, wo es gleich hingeht. Wenn wir Pi in die Sinusfunktion reinstecken, dann kommt zwischen minus Pi und Pi im Endeffekt eine kontinuierliche Schwingung, sage ich mal, raus. Und schon habe ich jetzt pulsierende kleine Puffer. Die Funktion wird immer wilder, wird immer komplizierter. Die Zeit ist auch gleich um. Den Rest mache ich nur mit Beispielen. Ich zeige noch, was ich noch gebaut habe. Ich habe die ganzen Dinge mal in Rauten umgewandelt. Ich habe die Rauten mit einer Gradientenfüllung, die auch wiederum zufällig basiert gelagert ist, erstellt. Ich habe dann dazu zusätzlich noch einen kleinen Punkt gemacht, der außen rumläuft. Da zeige ich nochmal kurz die Funktion auch dafür. Man kann von dem Umring einen Teilring nehmen, über die Zeit gesteuert, sich einen Teil davon rausziehen, den jeweils darstellen. Das Ganze mit interpolierten Linie dann noch schön machen. Jetzt noch ein bisschen Glow-Effekt. Nee, der Rechner ist noch nicht so schnell. Wir können noch ein paar Sterne dazu machen, die einfach aufploppen jede Sekunde im anderen Zufall, danach langsam verglimmen. Und wir können noch, wenn wir Lust drauf haben, auch den Zähler quasi von Elementen, die zufällig erzeugt werden, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, mit in unsere Funktion reinstecken, wo der Modulo reingeht und schon hat jeder Punkt seine eigene pulsierende Funktion. Genau. Macht Kunst mit QGIS, es bringt Spaß, man lernt viel, was man nicht erwartet hätte. Dankeschön.